Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video Wrestler Talk. Und zwar Ryback. Ich wollte noch kurz ansprechen, eigentlich war für diesen Wrestler Talk Matt Hardy eingeplant, aber ich habe mir gedacht, komm, Matt Hardy, den hast du in seiner Prime nicht wirklich so gesehen. Und ich muss auch sagen, ich kann eigentlich nicht viel zu Matt Hardy sagen. Er war im Tag Team mit seinem Bruder, Jeff Hardy mit den Hardy Boys und so weiter, ist jetzt gerade bei TNA wieder mit Jeff Hardy im Tag Team und ja, machen halt gerade da ihren Job. Was soll ich groß jetzt zu sagen? Gibt sicherlich viel zu sagen, aber für mich irgendwie nicht. Aber heute soll es um Ryback gehen. Ryback, weil der Typ, über den kann man schon deutlich mehr sagen und da lachen mich vielleicht Leute aus und sagen, Ryback und Matt Hardy, da ist doch wohl klar, wer der bessere Typ ist. Nee, finde ich nicht mal. Also, ich persönlich muss sagen, da ziehen wir ihn auch schon. Ryback ist ein cooler Wrestler. Muss ich wirklich sagen, er hat dieses eigenartige Charisma irgendwie, wo ich sage, da dem nimmt man es ab, Zerstörer zu sein, schon wiedergezogen. Ja, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Er war bei der Gruppierung The Nexus am Anfang dabei. Ist natürlich gefloppt, war eine Story, um John Cena overzubringen. Ja, ist dann wieder zurück nach Florida gegangen, NXT, beziehungsweise halt in die Entwicklungsliga der WWE, hat sich dann dort hochgeschraubt und ist dann wieder in die WWE. Mit diesem Feed Me More Gimmick, was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde. Denn er nimmt seine Gegner und isst sie quasi dadurch auf oder nimmt einfach alles Negative, was ihm entgegengeworfen wird und isst es auf, turns diese Sachen quasi into Positives. Also finde ich keine schlimme Idee für einen Goldberg 2.0 eigentlich, muss man ja fast schon sagen. Aber ja, mir persönlich sagt Ryback zu. Ich finde auch nicht, dass er jetzt so ein grauenhafter Wrestler ist, wie ihn alle machen. Also, sicherlich ist er nicht der technisch Beste, aber es gibt auch schlechtere Leute. Was ich bei Ryback einfach respektiere, ist sein... Ich merke das schon häufiger. Also, neulich wieder mit seiner Promo, die er dann bei Raw gehalten hat vor ein paar Wochen, wo man wirklich gemerkt hat, der Typ ist schon länger Wrestling-Fan und hat auch eine gewisse Passion und auch dieses, ja, ich weiß nicht, dieses, ich will mich immer wieder verbessern im Ring und so weiter, ich will nicht da stehen bleiben, wo ich aufgehört habe, sondern immer weitergehen. Das finde ich cool bei ihm, das spüre ich auch. Anders wie bei einem Roman Reigns irgendwie, bei dem spüre ich das leider nicht. Oder bei noch anderen Leuten. Aber ja, man kann ja mal durchgehen. Charisma, habe ich schon erwähnt, ist er ganz cool. Ja, ansonsten Micwork, nicht wirklich. Also er muss noch ein bisschen dran arbeiten. Ich fand jetzt seine Promo, die er da auch gehalten hat, nicht schlecht. Viele haben gesagt, er hat sie halt so, klang so abgelesen. Ja, kann ich auch verstehen. Der muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich würde sagen, bevor ich mir... Okay, nee. Ich höre lieber auf jetzt mit dem Shooten. Sonst regen sich wieder Leute auf. Aber er ist auf jeden Fall, wenn man es zu anderen Leuten jetzt im Roster vergleicht, nicht der Schlechteste. Ey, wir haben jetzt doch gleich Goldust fertig, oder? Bam, Alter, wir haben gleich Goldust. Sehr schön, wir haben Goldust fertig, jetzt können wir ihn kombinieren und dann machen wir ein Beast draus. Das wird werden. Auf jeden. Dann ist das, der wievielte Survivor Pro ist das dann? Moment, lasst mich gucken. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Survivor Pros dann mit Goldust, schon geil. Ja, also viele sagen ihm immer wieder nach, er ist kein guter Wrestler.
Ich persönlich muss sagen, ich finde auch nicht, dass er super im Ring ist. Aber ich finde, irgendwie hat er was, wie gesagt. Man kann ihn, wenn man ihn richtig bookt, gut einsetzen. Und ich finde, auch als Face ist er besser als Heel. Einfach dieser Face-Zerstörer ist meiner Meinung nach besser als ein Heel-Ryback. Wo er einfach nur dieses, ja, langweilige Heel-Gimmick hatte. Das war überhaupt nicht cool. Jetzt als Face wird er auch langsam langweilig, wie ich finde. Also man muss jetzt ihm wieder hier Storylines geben und so weiter. Ich weiß auch nicht, was er Richtung WrestleMania macht. Vielleicht kriegt er einen Spot in der Andre the Giant Memorial Battle Royal. Müssen wir mal abwarten. Der Big Guy, wie er sich auch immer nennt. Aber ich persönlich muss sagen, Ryback ist nicht so schlecht, wie ihn alle machen. Gebt ihm eine Möglichkeit. Und natürlich für den Push, den er da bekommen hat, als er in die WWE gleich kam, erst gesquasht, nicht funktioniert, dann in den Main Event. Für den Main Event ist er ja auch nicht geeignet, das muss man ja auch sagen. Aber da gibt es auch andere Leute, die nicht für den Main Event geeignet sind. Ja, ich will wieder nicht rumhaten, beziehungsweise ich hate ja nicht rum, ich kritisiere ja nur. Aber einfach Ryback ist kein Main Eventer, aber er ist, wird auch nicht im Main Event eingesetzt. Am Anfang wollte man ihn dahin pushen. Zu Unrecht. Und hat er sich dann auch ein bisschen selbst vergeigt. Auch die ganze Story jetzt mit CM Punk, wo er gesagt hat, oh, er hat mich absichtlich darunter geschmissen. Ryback ist, finde ich, nach seinem Return, nach der Verletzung, ein ganz anderer Mensch geworden, fand ich. Also, ist als Face wiedergekommen. Das macht ihn jetzt natürlich nicht zu einem anderen Menschen. Aber irgendwie, man hat ja auch gelesen, Ryback ist neuerdings voll nett backstage, trainiert die ganze Zeit, will sich stetig verbessern und ich finde, seitdem gefällt er mir richtig gut. Vorher hat mir sein Gimmick halt gefallen und wenn man ihn schön als Mid-Carder einsetzt und coole Fäden gibt, finde ich ihn absolut in Ordnung. Da hat er seinen Platz in der WWE sicherlich verdient und hat seine Berechtigung. Coole, krasse Matches hatte Ryback noch nicht, muss man ja auch sagen. Also, er war sicherlich mal im Main Event gestanden, aber die Matches waren jetzt nicht krass wegen ihm. Also, er ist halt kein toller Ringtechniker. Ist halt einfach so. Aber gut. Das zu Ryback. Dann schreibt mir mal, ach ja, der Shellshock, den könnte ich noch erwähnen, sein Finisher. Ist halt auch so ein typischer Shellshock, heißt glaube ich muss ich jetzt mal googeln, was heißt das denn? Ich wusste es mal. Shellshock, heißt das nicht irgendwie so Panzerbrecher oder so? Was? Ja, okay. Google Übersetzer ist eh. Google Übersetzer ist der größte Müll, den es gibt. Habe ich das schon erwähnt? Na, Shell-Shocked, schreibt mir hin, geschockt, okay. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das irgendwie Panzerbrecher vielleicht. Wartet mal. Was heißt denn dann Panzerbrecher? Irgendwas hatte ich da in Erinnerung. Ey. Nee, wahrscheinlich. Okay. Ja, wahrscheinlich bin ich völlig durch den Wind gerade. Aber was soll's? Irgendwas hatte ich mit Panzerbrecher in Erinnerung. Ich glaube, Shellshocked heißt Panzerbrecher. Falls ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber gut. Wir hören es ja dann bei Carsten Schäfer, wenn er wieder den Finisher auspackt, was das genau übersetzt heißt. nee, Spaß. Also, dann schreibt mir eure Meinung zu Ryback rein. Sicherlich interessant. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.